Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute geht es mir nochmal um das Thema ATCs. Es ist ja wieder Zeit für den ATC-Tausch vom Kanal von Only Miss Luca bei Jasmin. Das Thema ist Ton in Ton. Da fiel mir eigentlich am Anfang nicht so richtig was ein, aber jetzt hatte ich mir ihr Video angeguckt und auch das von Tina vom Kreativfalter und hatte dann auch eigene Ideen entwickelt. Ja, und ich bin ja jetzt farblich hier bei den Journals zum Beispiel in dieser Richtung unterwegs. Deshalb denke ich mal, machen wir das mal auch in der Richtung. Ich habe mich schon so ein ATC hier vorbereitet, so ein Detail geschnitten mit der Konturenschere und das ist hier schon mal mein Hintergrundpapier. Ja, also als erstes wische ich mir das wirklich erstmal an. Mal sehen hier, mein Kissen ist ja schon so ein bisschen voll, aber vielleicht geht das. So. Gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Mal sehen. Ja. Irgendwie ist das heute ein bisschen anders. Ich habe die anderen nämlich schon hoch. Die anderen neuen nämlich schon fertig. Und dachte dann, ja, jetzt mal doch was gefilmt. Wegen beim 10. Oh, jetzt ist das aber richtig heftig hier. Das ist ein Fotopapier. Und das ist irgendwie anders, als das ich gestern hatte. Wo ich dachte, ich habe nochmal genau selber genommen, aber anscheinend auch nicht. Und ihr seht schon, mein Dings fusselt. So, dann machen wir noch ein bisschen so was drauf. Wobei, sieht immer ja nicht so aus, als ob das hier so reagiert. Ja, das fühle ich jetzt mal kurz an und dann gucken wir mal weiter. Ja, anscheinend ist das also wirklich ein anderes Fotopapier, als ich gestern hatte, weil hier passiert jetzt ja nichts. Jedenfalls nicht das, was ich dachte, dass da so ein bisschen Sprenkel drauf sind. So, ich habe jetzt mir Sandpapier geholt und schleife jetzt mal hier so ein bisschen die Kanten an. Hol ich mal ein bisschen doller diesmal. Die anderen habe ich alle bloß so ein bisschen angeschliffen. Also das wird ja hier meins. Können wir das mal ein bisschen doller machen? Erstmal sieht das natürlich eigentlich schon ganz gut aus so. Man könnte das also auch lassen. Warte mal, ich muss mal kurz den Müll hier runternehmen. So, und dann wischen wir das jetzt mal an. Und ich hoffe, dass es jetzt an den Stellen dunkler wird. Weil das Papier ja anders ist. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Also irgendwie, so ist das. Manchmal setzt man sich hier hin und wundert sich, was da wird. Ah, doch, es wird schon dunkler, aber auch nur ganz am Rand. Also vielleicht muss man wirklich noch mal ein bisschen doller anschleifen. Das wäre vielleicht ganz gut. Ah, okay. Wir machen heute mal wieder so eine Probiersache hier. Eben, das hat eben auch nicht geklappt, dass man es ansprüht und dann so wie, ja, ich kann euch ja mal eins zeigen. Moment mal. So was hier, ne? Das ist auf einmal so ganz, ich weiß nicht, wie so gepunktet wird. Seht ihr das? Ja, aber ist jetzt nicht. Keine Ahnung warum. Naja. So ist es, wenn ich hier was machen will. So, denn ich hatte nämlich gefunden, ich habe ja auch noch so eine Rohrband und zwar mit so einer Folie hier. Die passt ja eigentlich ganz gut dazu jetzt. Und die nehmen wir uns jetzt mal und machen das da mal auf. So, das ist ja immer so ein bisschen verkehrt rum. Mal ein bisschen gucken, wie rum der Schmetterling da so ist jetzt. Da fliegt ja so lang. Das Ganze muss man dann eigentlich irgendwie anreiben mit so, ja, Holzstäbchen oder ich habe hier so eine Maus, ist das ja eigentlich, so heißt das hier, Quetzmaus. Ja, das ist mal von so einem Faltbrett, die ist eigentlich ganz gut. So, kriegen wir das jetzt hier hin, dass das alle drauf kommt. Nach einer Weile wird es verfärbt, ist das ja so, aber das geht auch. Wenn das nicht ganz alles so drauf ist. Mal gucken. Na, jetzt schon gut, ne? Ja, wird das schon. Die ordentlich rufreiben. Mal gucken, ob wir das schon runterziehen können. Ja, doch, guck mal. Ja, und das hat ja nun mal einfach mal auch so die Farben. Deshalb dachte ich, das würde uns so passen. Dann habe ich noch so einen kleinen Schmetterling hier. So.
dazu setzen. Weil, damit es auch mal wegkommt. Denn gerade die Farbe, da sind auch so viele Bögen von hier, ich glaube 10 so eine großen Bögen. Ja, wann nehme ich die Farbe so oft noch nicht? Könnte ich eigentlich nochmal versuchen, bei den Feen mit dazu zu nehmen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Na, komm mal. Willst du nicht, oder? Gucken. Ach doch, geht schon. So, so. Da haben wir jetzt das drauf. Finde ich jetzt schon ganz hübsch. So. Und jetzt können wir nochmal... Ups, ach, ich habe schon wieder von dem Kissen... Das ist. Ich muss vielleicht mal ein neues aussuchen. So, dann habe ich hier so ein Washi-Tape. Das ist ja auch so in den Farben. So lila bis so ein etwas mehr rosa. Aber ich denke, das geht auch. Wartet mal, so. Dann nehmen wir uns jetzt hier einfach so einen Streifen ab. Und kleben den mal hier so an der Seite hin. So, und dann habe ich... Uff, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Auf dem hier habe ich Pailletten gefunden, ganz alte. Die sind hier noch zusammengenäht. Das sind auch gerade Pailletten. Nicht diese Bogenen, die es jetzt gibt, sondern wirklich ganz, ganz alte gerade Pailletten. Die da so noch aufgenäht sind hier. Die habe ich runtergenommen und ganz kleine Steine, die sind vom Diamond Painting übrig geblieben. Die passen, denke ich mal, auch ganz gut. Aber hier auf das wollte ich was anderes machen. Und zwar so eine kleine Schleife. Ich hatte erst so kleine Schleifen gesucht, dachte eigentlich, ich habe fertig, aber man kann die auch selber machen, fiel mir dann wieder ein. Da brauchen wir ein bisschen Schere, Klebeband und so ein Band. Ich habe hier so eins, das hat so ein bisschen eine Silberkante und ich schneide mir jetzt das erstmal ab in eben mal so 5 cm. Ich hatte das schon mal irgendwo in einem Video gezeigt. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat uns mal Uta so gezeigt, wie man das so machen kann. Und vielleicht kennt das jemand noch nicht. Also eins ist 5 cm, eins ist 4 cm. Dann machen wir nochmal 3 cm. So, und mache ich also hier auch bloß so. Ne? Muss ja nicht genau passen. Wir brauchen nachher noch ein anderes Stück Band. So, und jetzt müssen wir so ein bisschen... Also ich nehme doppelseitiges Klebeband, 6 mm ist das hier. Damit macht sich das einfach am einfachsten. Ja, dann lege ich mir das hier so hin und gucke, dass ich so ungefähr in der Mitte bin, hier so. Und ihr seht schon, dieses Band, was ich jetzt habe, ist auch 6 mm. Dann nehmen wir das hier mal weg und schlagen das so auf die Hälfte. Ich hoffe, na, jetzt ja. Das ist immer so ein bisschen fummelig hier, weiß ich, aber letztendlich ist es dann ja selber gemacht. So, halt. Ja, passt nicht so ernst. Ich nicht ganz so drauf gekriegt. Wartet mal. So. Na, dann ist das hier so, haben wir zwei so eine kleinen Ösen da sozusagen und in der Mitte ist es zusammengeklebt. Und das machen wir jetzt mit den anderen beiden Dingern auch. Also hier wieder so ein kleines Stück Klebeband abschneiden. Das versuchen hier irgendwie in die Mitte. Ah, toll, das habe ich jetzt auf der Hand. Das ist ja lustig. Das hängt sicherlich mit der Wärme zusammen, dass das alles nicht so funktioniert, wie sollte. So, nochmal. Mal gucken, dass wir hier die Hälfte ungefähr haben. Das ist ungefähr so da. So, kleb mal bitte auf dem Band und nicht so auf meiner Hand. So, jetzt mal gucken, dass wir das hier wieder so irgendwie einschlagen können. Und die andere Seite hier auch so einschlagen. Dann haben wir jetzt das zweite kleine Teil. Und dasselbe machen wir jetzt auch mit dem dritten. Auch wieder so ein kleines Stück abschneiden. Und beim dritten ist es natürlich richtig futzelig hier. Huch, guck mal hier, 3 cm ist schon ein bisschen wenig, aber ja, kriegen wir schon hin, oder? So. Ist auch kein einfaches Band, weil es ja durchsichtig ist hier, so ganzermäßig, aber ich fand, passt von der Farbe so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich es auch schräg gemacht, richtig. Das geht nicht. Halt nochmal hin. Ja, das ist echt nicht so einfach. So. Und so. Jetzt haben wir hier so ein kleines Stück. Genau. So, und jetzt müssen wir die drei Stücken aufeinander kleben. Das heißt, ich suche mir hier das, wo zusammen ist. Dreht das mal um. Nehme das lieber nach oben.
So, und dann kommt wieder Klebeband. Also ich mache das hier jetzt alles wirklich komplett mit Klebeband. So, das machen wir jetzt mal ab. Und versuchen wir mal diese zweite. Mal erstmal gucken. Hier ist es zusammengelegt. Dann nehme ich die andere Seite nach oben. Gucken, können wir das hier so anpacken irgendwie mit dem Pika? So, dass wir das da irgendwie so versuchen, mittig darauf zu setzen. Das andere Band, ja, hier so war. Ich kann das immer jetzt so schlecht sehen, weil ich ja nicht von oben drauf gucken kann. Das ist immer ein bisschen doof. So, dann kommt noch mal ein Stück Klebeband. Wieder hier so in die Mitte und abziehen. Und jetzt kommt das letzte Stück. Ich muss auch erstmal wieder gucken, wo habe ich zusammengeklebt. Hier, dann kommt die schönere Seite hier. Wenn ich festhalten kann, genau. So. Also da auch häufig in der Mitte hinsetzen. So. Ja, und dann habe ich nochmal so ins drumherum geklebt. Das heißt also, ich mache mir hinten nochmal einen Klebestreifen. Also ganz viel Klebestreifen seht ihr schon, ganz kleine Stücken. So, mache ich hier hinten nochmal drauf. Dann habe ich mir hier so ein Stück Band noch abgeschnitten. Da weiß ich ja nicht, wie lang das ist, aber habe ich dann hinterher, wenn es zu lang ist, abgeschnitten, macht ja auch nichts. So, und das setze ich hier eben mal so an und habe dann auch noch mal ein Klebeband drauf geklebt, damit ich es vollflächig immer zusammensetze. So, dann drehe ich das Band hier natürlich vorne rum, so, ne? Vorne rüber, so über die Schleife, wenn es jetzt so ein bisschen mittig fertig schaffe. Und ja, oder? Ist doch einigermaßen mittig. So, und dann kann man hier das restliche kleine Stück hier abschneiden. So, und aufsetzen mache ich dann auch wieder mit dem Klebeband natürlich. Ups, hier ist noch Band dran. So, weiter weg. Dann kann man ein längeres Stück nehmen. Und dann können wir die ganze kleine Schleife auf das ATC kleben. So. Da ist jetzt also so eine Schleife drauf. Ja, ich hoffe, das passt. Also ist jetzt nicht so, ne? Das ist mehr lila, das ist so ein Beereton, wie auch immer. So, und dann machen wir das einfach jetzt hier nochmal auf das ATC drauf. Ich habe dieses, das ist so ein Farbkarton, den habe ich auch nochmal schwarz umrandet, weil das sonst nicht so ganz gepasst hätte von der Farbe. Aber mit dem bisschen Schwarz passt das, glaube ich, ganz gut. So, dann sind wir jetzt mit dem ATC fertig. Wie gesagt, davon habe ich jetzt in der Art irgendwie schon mal 9 hier liegen. Ich habe aber noch ein paar andere Ideen und die würde ich jetzt auch im Anschluss nochmal gleich machen. So. Das wird also jetzt hier mein ATC. Ja, dann sehen wir uns mit einer anderen Idee. So, ich bin schon bei der nächsten ATC-Serie, dem Thema Ton in Ton. Und dazu habe ich mir Stempel rausgesucht. Und zwar sind die hier von Inkadinkadu. Eine Biene, ein Schmetterling und eine Blüte. Hinten mit so ein bisschen was dran. Und es gibt auch diese hier nochmal, ja, so in Punktform gemachtes Swirls. So, davon möchte ich jeweils 3 machen. Und ich habe hier schon angefangen, ein Gelb mit der Biene. Ja. Habe ich mir noch dieses Stempelset hier rausgesucht. Das hatte ich mal jemand abgekauft. Da ist diese Bouquet-Stempelsache drauf. Und das passt jetzt so einigermaßen hier auf diese, das ist eine ATC-Stanze wirklich gewesen, wie die ich hier gemacht habe. Da bleibt nur der Rand ein bisschen frei. Den muss ich sowieso anders noch wischen, weil wollte ich in mehreren Farben versuchen. So. Gut, und hier jetzt also darum, das darauf zu kriegen. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil wir hier, ne, der Stempel hat hier so einen Rand. Das heißt also, wenn ich den so wie immer stempel, so ruff, kann es mir passieren, dass ich den überhaupt nicht genau richtig treffe. Deshalb mache ich das hier so ein bisschen anders. Das heißt, ich lege mir den Stempel dahin, färbe den hier. Das ist Squeezed Lemonade, das Stempelkissen, was ich hier habe, ein Ink. Haben wir ordentlich ein. So, und dann können wir dieses da oben rauflegen. Das kann man natürlich jetzt viel besser positionieren und hoffentlich treffen. Und
dann muss man bloß sehen, dass man es ordentlich festhält, damit es nicht verrutscht. Und dann hier so überall schön rüberreiben, dass man auch die Stempelfarbe aufs Papier kriegen. Man könnte da auch so einen Brayer nehmen, aber ich glaube, in dem Fall würde das hier alles verrutschen. Und deshalb mache ich das lieber so. Bei größeren Sachen habe ich das auch schon gemacht, dass ich dann so einen kleinen Brayer nehme und darüber rolle. So, ich hoffe, das haben wir jetzt alles. Ja, so sieht es jetzt aus. Nee, unten hier war ich nicht so ganz so. Da ist ein bisschen zu hell gegenüber den anderen. Aber ist alles gut. So, das war dieses. Ich glaube, das Stempelkissen kann ich jetzt wieder wegpacken. Ja, ich habe, glaube ich, noch ein anderes gelbes hier. Und zwar dieses Scattered Crow. Das gefällt mir eigentlich viel besser als dieses. Es gibt ja noch irgendwas, noch ein bisschen heller als gelb. So, das werden wir mal kurz mal weglegen. Moment. So. Ja. Also, ich hatte das gestern, hatte ich die ja angeschliffen, damit es ein bisschen dunkler werden kann an der Ecken. Boah, jetzt kommt schon wieder was hinterher. Und heute werden wir mal gucken, ob wir das hier mit diesem gewischt kriegen. Das hatte ich echt von meiner Anja nachgefüllt, nicht angefüllt. Aber das sieht man, das geht ja nicht richtig. So viel Farbunterschied haben die meist ja nicht. Ich habe das nämlich vorher auf eben so ein Stück mal probiert und habe dann festgestellt, auch na, guck mal einer an. Hat ja nicht so viel Farbunterschied. Na. Ich kann gerade so diesen Rahmen hier so ein bisschen anreiben noch, dass er auch gelb ist. Also mehr wird das denn doch nicht werden. So, das mache ich nachher, weil ich mache auch jetzt so bloß eins. Die anderen Beine lege ich mal kurz da hinten hin. So, ja, ich habe mir jetzt hier wieder so ein Washi-Tape gesucht. Das hat noch ein bisschen Orangeton drin. Was natürlich ein bisschen doof ist. Aber mal gucken, ob es geht. Ob man hier was draufklebt oder lassen wir das lieber sein? Eigentlich wirkt der Stempel an sich ja schon gut, oder? Lassen wir es mal lieber. Manche Sachen sind auch zu viel. Jetzt habe ich erstmal hier diese Biene. Da haben wir jetzt ein Archivel-Ink und zwar ein Saffron. Ne, man kann ja jetzt nicht auf allem stempeln, wenn es so ein Glossy Paper, also Glossy Paper, na, ihr wisst schon, was ich meine ist. So, die stempeln wir jetzt hier mal so auf. Die Biene. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil in Schwarz gestempelt hat das alles mehr Kontur, als wenn man das jetzt so in so einem Gelbton macht, aber. Ist schon okay, oder? Ja, ich glaube, geht. So. Ja, hier müssen wir das noch irgendwie ein bisschen dekorieren. Weil es ein bisschen zu wenig und ist auch noch nass. Ich föhne das mal kurz an. So, es ist trocken. Und dann habe ich hier so ein Spektrum Noir Stift. Was wird das denn gewesen? Wie ist denn das? Das Ding hier. Moonlight. Moonlight in Gelb. Und damit würde ich jetzt hier der Biene so ein bisschen so einen Schimmer geben. Also die Flügel. So. Und hier die Biene. Und eigentlich möchte ich gerne auch diesen Schweif hier so ein bisschen mit so einem Glimmer versehen. Das ist ja hier so ein bisschen wie umrandet eigentlich. Mal gucken. Ja. Das geht schon, denke ich. Na, geht das wirklich? Sieht ja nicht so aus, als ob hier immer überall Glimmer dran ist. Mal gucken. Vielleicht muss man das auch mal mehrfach machen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dass man da mit dem Stift mehrfach rübergeht. So. Gut. Gibt es eine kleine Biene und dann hatte ich mir schon ganz kleine Steine vom Diamond Painting rausgesucht. Wartet mal. Hier ist jetzt was drauf. Ja, die sind wirklich ganz klein. Und mal gucken, wie man die jetzt darauf klebt. Das Problem, was man dann immer hat, finde ich, ist bei diesem Abnehmen und so, selbst mit diesem Ding, die sind so klein, dass die hier viel zu doll dran festkleben und man die ja nicht abgesetzt kriegt auf irgendeinen Kleber.
Muss erstmal auch mal, na, siehst du, man müsste die vielleicht mal halbieren, also in drei Teile machen. Wartet mal. Habe ich jetzt nicht gemacht, Entschuldigung. Weil ich natürlich, ja, auf jedem ATC, also drei ATCs, will ich ja wieder damit machen mit der Biene. Dann müsste ich mir die mal wenigstens so zuordnen, dass ich auch genug Steine für jedes ATC habe. Oh. Hätte ich vorher machen sollen, ich weiß. Aber ich feiere sowas auch gerne. Ach, guck mal, passt genau. Ist ja wie abgezählt. So. So, die muss ich jetzt natürlich hier alle nochmal umdrehen, damit ich sie auch alle sehen kann. Oh Mann, ey. Das ist ja wieder was verzählt. Aber wenn ich die schon habe und ich dachte mir, das ist super schön, dann sind die auch weg. Die, so, wie viel haben wir davon jetzt? Ja? 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Jo, können wir hier so ein paar hinmachen. Das bedeutet, mit dem kleinen Schmucksteinkleber, den ich habe, da ist noch ein Rest drin und muss auch unbedingt mal weg. Mal gucken, ob das irgendwie auch. Oh, ja, viel zu groß. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir jetzt. Machen wir da ruhig noch in den 10. So, machen wir da 10 Steine hin. Ich glaube, das ist sonst hübsch dann. So, und dann, wie gesagt, na toll. Jetzt habe ich ja gleich weg. Muss ich den immer zum Absetzen wirklich mit der kleinen Nadel dann nochmal festdrücken, weil er sonst nicht abgeht. Die sind einfach zu leicht. So, und den Eden müssen wir sowieso dann nochmal wegnehmen. Komm mal her. Ja. Dreh dich mal um jetzt hier nochmal. So. Habe ich jetzt richtig gezählt? Na komm schon. So. Und jetzt ziehen wir nur Steinchen drauf. Ja, das wäre jetzt eigentlich soweit alles, was ich dachte. Und dann nochmal einen gelben Hintergrund sozusagen. Ist das ein bisschen wenig oder geht sofort? Da bin ich mir unten nur eins, muss ich euch sagen. Weil, könnt nochmal versuchen, nochmal so eine Schicht hier drauf zu machen. Ich habe das Gefühl, das ist sehr dünn. Nicht so, sonst ist das, oder steht das immer so richtig schön hoch. Aber im Moment nicht. Ja. Gut, okay. Das wäre jetzt also meine zweite Variante. Und die würde ich jetzt noch mal in verschiedenen Farben machen. Also hier weiß ich nicht. Ich denke mal, irgendwas Rotes. Und hier weiß ich auch noch nicht. Gelb habe ich ja schon. Vielleicht irgendwas Grünes. Naja, so in den Dreh. Gut, das mache ich jetzt auch noch mal alleine weiter. So, da bin ich wieder. Und zwar mit meiner dritten Idee zu diesen ganzen Dingern. Stempelkissen, was er mag, und ich habe mir Kreide rausgesucht. Pastellkreiden. Ja, Grüntöne. Denn ich habe hier so einen ganz alten Stempel von Flamingo. Ja, müssen wir mal gucken, wie man das so richtig macht. Weil ich wollte eigentlich Grüntöne benutzen. So, man das hier runternehmen. Moment. Und hier ist so eine Krokodilklemme immer mit dabei. Sieht jetzt aber aus, war das jetzt an der falschen Stelle? Sieht so aus, war. Egal. So, Grüntöne. Also hier ist so ein, ja, ihr seht schon, also ungefähr vier so ein Grüntöne sind da. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache das nicht zu kompliziert. Man kann auch das so machen, dass man erst einen Grund, also einen Grund wischt, dann mit dem Versamark raufstempelt und dann mit einer anderen Farbe drüber geht. Dann hat man Kontraste. Wobei, wo machen wir das jetzt doch? Ich habe nämlich vor, da ausgeschnittene Blätter drauf zu machen. Ich habe ja mal so ein Flower Book gekauft hier, na, so.
die sind in die, ich weiß ja nicht, von Mintai waren die, glaube ich. Die sind so quer und ich habe ganz viele Blätter ausgeschnitten, seht ihr hier. Und auf der anderen Seite sind da auch noch welche. Und ich hoffe, dass irgendwie ein paar Blätter hier passen, dass man da einfach Blätter draufklebt. So. Weil die anderen sind nämlich alle ganz verbunt. Ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt doch so. Also die nehme ich ja auch ganz, ganz selten hier, diese. Jetzt habe ich wieder keinen. Ach, nee, ich doch hier. Wollte gerade sagen, aber ich habe doch einen. So, geht schon los. Also, das ganz normale Einfärben geht natürlich einfach hier so. Einfach man reibt das einfach da so auf und dann sieht das schon, was da passiert. Ganz viel Abrieb. So ist das aber immer, wenn man mit sowas arbeitet, dann hat man ganz viel Abrieb. Das ist aber auch nicht so schlimm. So. Ich hatte mir auch mal von Schminke so eine Stifte gekauft und die waren ja, da war ja nur Abrieb. Also wenn du die schon angeguckt hast, haben die schon Abrieb gehabt. Da habe ich dann immer so hier so ein Stück Küchentuch rumgewickelt um das ganze Ding, damit es nicht wirklich alles auseinanderfällt. Also ich glaube, das ist dann wirklich was für Leute, die genau wissen, was sie damit machen. Und vor allem sind die natürlich auch relativ teuer. So, jetzt haben wir hier so einen Hintergrund. Jetzt müsste ich eigentlich gleich mal drei andere davon auch wischen, aber das lassen wir erstmal sein. Ja, jetzt muss man das hier erstmal fixieren, damit ich das beim nächsten Mal sozusagen als Grund habe. Und das mache ich jetzt mal. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann versuchen wir das mal. Ich habe jetzt hier das ganz dunkle. Ich habe ja alle drei genommen. Und ja, dieses ist so ein Stempel, wie gesagt, von Flamingo mit so einem Hintergrund. Der sollte so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, Farn, Grün, irgendwie was sein und das war nicht so toll, wie sie die geschnitten hat damals. Die waren irgendwie alle sehr flach. Deshalb müssen wir mal gucken, ob der hier geht oder nicht. Und wenn nicht, muss ich mal bei den anderen dann einen anderen Stempel raussuchen. Ich habe die trotzdem aufgehoben. Also eigentlich hätte man sie wegschmeißen müssen. Gucken wir mal, ob das was wird jetzt oder nicht. So, jetzt sieht er natürlich nichts, weil das ist ja Versamark. Aber wenn man jetzt hier mit dem entsprechenden noch dunkleren Grün rüber geht, müsste da ja irgendwas kommen. Ja, das ist schon, das geht. Die Frage ist natürlich, ob das, was man da sieht, jetzt wirklich gut aussieht oder nicht. Mal gucken. Müssen wir denn entscheiden, wenn das fertig ist. Alle Fälle färbt es ja jetzt die Stellen ein bisschen doller ein. Deshalb ist es auch gut, wenn man dazwischendurch fixiert. Damit auch was von der helleren Untergrundfarbe bleibt. Ja, ich sag mal, das ist jetzt als Hintergrund. Geht das sicherlich. Aber es ist wirklich so, dass der Stempel nicht dolle war. Das waren so die ersten Versuche. Da war eine neue Maschine am Start und die hat die geschnitten statt vorher so. Ich weiß nicht, wie das sonst gemacht wird, aber die war halt nicht so toll. Die ersten, die waren einfach zu flach. Und wenn man da so ein bisschen wie so eine Art Fotostempel machen will, ist das sowieso so ein bisschen schwierig. So, aber ich glaube, ihr seht das jetzt schon so ein bisschen. Kann man das sehen? Werde ich nicht. Ich nehme das mal ein bisschen hoch. Dass man hier so ein bisschen die Struktur sieht. Also so rum vielleicht eher. Ja, geht so, wa? Oder? So. Und das ist jetzt so ein relativ dunkles. Das werde ich auch nochmal fixieren und ich werde natürlich die anderen alle machen. Aber vom Prinzip her wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich hatte eigentlich nur vor, hier so ein großes Blatt drauf zu machen und eventuell hier so ein Washi-Tape. Jetzt ist das natürlich wieder so gewagt, weil Farbe. Gucken wir mal, ob man da jetzt sinnvollerweise so ein Tape drauf macht oder nicht. Oh, jetzt würden wir erstmal wieder einen Anfang suchen. Ah, hier ist einer. Weil das ist hier so auch so eine Art Blaugrün. Das wird wieder nicht zu allem passen. Und oh, ich finde das so schwierig, diese Thema Farben. Naja, geht aber. Also man kann jetzt hier einfach so rum oder so rum. Ja, so rum war.
Machen wir jetzt so was machen. Wir kleben jetzt einfach mal so ein Washi dahin. Weil, so wie bei allen, habe ich so viel Washi rumliegen. Was mich dann immer auf die Dauer ärgert. Ich denke mir, man sollte davon mal was verwenden. So, da haben wir da mal so ein Washi rumgeklebt. Ach so, ich wollte es eigentlich vorher fixieren. Naja, gut, okay. Reibt sich das jetzt dolle ab? Eigentlich nicht. So, und dann sollte jetzt hier einfach so ein Blatt drauf. Das ist ein bisschen sehr, sehr einfach, weiß ich, aber pff, ja. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen andere Blätter. Wartet mal. Guck mal, sowas hier sieht natürlich ein bisschen interessanter aus. Könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen ausschneiden, da so wünschen. Ah, naja. Hör auf. Warte mal. Machen wir einfach so, machen wir hier in der Mitte auch ein bisschen so was dran. Siehst du? So, fertig. Ja, okay, also werden das jetzt so eine ATCs. Wenn die alle fertig sind, dann zeige ich euch die mal. So, jetzt bin ich fertig mit meinen Drehsets und ich zeige euch die gerne nochmal. Also hier haben wir diese Schmetterlinge, die so ein Wabon waren. Und ja, so sehen die jetzt aus. Je nachdem, wie die Folie da so war. Und dann ist hier noch ein bisschen was anderes drauf. Schleife und diese Pailletten mit ein paar kleinen Steinen. Dann ist das zweite Set. Da hatte ich euch ja diese Biene hier gezeigt. Ich hoffe, man sieht die überhaupt. Dann habe ich noch einen Schmetterling gemacht. Da sind jetzt auch ganz viele Steine drauf, auch von Diamond Painting. Und hier die Blüte. Ja, da habe ich ne, keine Steine für gefunden, sondern da habe ich jetzt so Halbperlen drauf gesetzt. Ne? So, und das war jetzt das Letzte. Mit diesen ganzen Blättern hier. Ja, finde ich jetzt ganz gut. Also ich habe doch unterschiedliche Hintergründe gemacht. Nicht nur diesen einen hier, den ich euch gezeigt hatte, weil der war nicht so schön, finde ich. Hier ist so ein marmorierter und dann ist nochmal so ein Krackelhintergrund, ja, und noch ein paar Steine drauf. So, das sind jetzt meine drei ATC-Sets zum Thema Ton in Ton. Und die werden sich dann morgen auf den Weg machen. Nicht morgen. Morgen ist Sonntag. Erst am Montag. So, das war's für heute zum Thema ATCs. Ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Macht's gut. Tschüss.